Hallo und willkommen in meinem miezen Miniaturschlösschen. Komm rein. So, heute bin ich ziemlich gut drauf, ziemlich schick an, setz den Hut auf. Die Rolex tickt, man sieht gut aus. Hol mir den Kick, den ich absolut brauch. Yeah, wieder mein Solo-Ausritt in den Poser. Ja, wie du siehst, nicht sehr groß, aber ich brauche nicht sehr viel Platz. Was braucht eine Mieze schon, wenn die Welt mein Zuhause ist? Nee, ohne Schmarrn. Ich bin eigentlich nur hier, um zu schlafen und Musik zu machen und die Choreos zu lernen. Wenn ich nicht gerade Choreos lerne, spiele ich an meiner wunderschönen Harfe Lieder für Feuerschwanz ein. Zurzeit lerne ich den Song von Witcher, Priscillas Song. Den werde ich euch auch bald präsentieren, wenn er denn fertig ist. Aber jetzt noch nicht. Also, wenn ich nicht gerade mit Feuerschwanz unterwegs bin oder was zu tun habe, habe ich diese zwei wundervollen Computer da am Start, weil ich habe ja noch neben Feuerschwanz eine eigene kleine Filmfirma. Achtung, Werbung, die Dream Film Factory. Wir machen Musikvideos und Stop-Motion-Filme, da möchte ich Ihnen noch was zeigen. Und zwar sind es unsere Stop-Motion-Figuren, die wir unter anderem gebaut haben. Den nennen wir liebevoll Slenderman. Aber davon genug. Und wer steht hier? Ganz genau, mein alter Ego, Mieze Mio. Aber genug von mir, lass uns mal zu den anderen Feuerschwänzen schauen, was die denn so in ihren geheimen Kemenaten versteckt haben. Was macht Muschmusch eigentlich gerade? Endlich habe ich den Eingang zu Hauptmanns geheimen Schlossgarten gefunden. Frage ist nur, wo befindet sich Hauptmann? Feuerschwanz. Detektivarbeit Mieze Mio. Ich bin auf der Suche. Eure Mission? Eskalation. Jawohl, mein Hauptmann. Oh yes. Da singt er doch, unser Hauptmann. Komm. Und ich sitz hier, ich bin der Hauptmann. Hallo Hauptmann. Hallo, ich sitz einfach hier in meinem Garten. Und was machst du hier? Na, wir haben uns gedacht, wir schauen mal, wie du wohnst, oder? Ja, also ich sitz gerne hier, mit den ersten Dingen, die Feuerschwanz für mich bedeuten. Mit dem ersten Schild von Feuerschwanz. Das ist der Urdrache. Ein Jugendporträt des Urdrachen von Feuerschwanz. Alles klar. Und was ist das? Also es ist eine Jungdrachen-Schweif-Endspitze. Jungdrachen-Schweif-Endspitze. Alles klar. Hauptmann, ja. Was möchtest du uns heute erzählen? Von einem jungen Mann, der sehr motiviert in Erlangen geboren wurde und ein vierseitiges Elektroinstrument lernte. Ja. Dieser junge Mann, der lebte auf der Bühne. Ich bin dort in die Mittelalter-Szene eingeschworen worden. Und ich kann hier mal kurz zeigen, bei dieser Band habe ich das Mittelalter kennengelernt. The Merlons. The Merlons. Oder dann eine bahnbrechende Weiterentwicklung. Nur noch Merlons. Alter, was ist... Bist du das? Leute, das müsst ihr euch geben. Da war ich 7. Hauptmann Feuerschwanz noch ganz frisch, geschlüpft. Ja, man nannte mich auch den freakigen Peter. Manche aus der Szene haben sozusagen mein Potenzial schon früh erkannt. Vor Merlons hat tatsächlich einmal die berühmte Band Schandmaul als Vorband gespielt. Nicht dein Ernst? Es ist absolut wahr, ich schwöre, 1998 war das. Mhm. Und dann fing ich an, bei meiner Band zu schleichen. Ich habe mich immer nach vorne geschlichen, ans Mikro und Ansagen gemacht. Mindestens einmal während des Auftritts. Und da gab es dann irgendwann Diskussionen deswegen. Und dann haben wir uns leider selbst aufgelöst. Okay. Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich mir dachte, hey,
Das Mittelalter braucht mich als Sänger. Mittelalter ohne Hauptmann Feuerschwanz? Das war ja dann erst die Geburt des Hauptmanns. Genau. Früher hieß ich ja Pater Peter, aber dann kam Hauptmann Feuerschwanz. Das ist die Ur-CD. Alter Schwede. Selbst gebrannt und gebt euch das. Selbst gebrannt? Selbst gebrannt. Wie viele CDs musstest du brennen? 200. Wir haben genau immer 200 CDs pro Auftritt verkauft für 5 Euro. Und ich habe sie selbstständig in meinem Brennersystem gebrannt. Das heißt, du saßt dann zu Hause? Das ist jetzt ein bisschen lustig, weil ein früheres Bandmitglied hieß Brenner mit Nachnamen. Also ich habe es nicht in meinem Bandmitglied gebrannt. Und davon haben wir uns unsere erste Geigerin gekauft. Oha. Nein! Aber ich möchte nur so weit sagen, dass Feuerschwanz sehr, sehr mit sozusagen starken Wehen geboren wurde. Tja, und dann ging ich auf die Suche nach den wirklichen Mitgliedern von Feuerschwanz. Da wurde mir klar, bei Feuerschwanz zu spielen braucht besondere Talente. Lieber Hauptmann, super, super schön, dass du uns die Vorgeschichte sozusagen, schön, das Silmarillion, genau, des, also, Feuerschwanzes. Ich begleite dich noch hinaus mit meinem Lied. Ciao, ciao, Mieze. Es war so schön mit dir. Wow, ciao, auf Wiedersehen. Oh, leck. Wer hier wohl wohnt? Hey, hey! Servus! Servus! Ja, kommt mal rein! Alles klar! Okay, Hans, also das ist dein Refugium. Das ist mein Reich hier. Genau. Kommt mal mit. Alles klar. Kann ich euch mal ein bisschen was zeigen hier? Ja, ich bitte dich darum. Offensichtlich viele, viele Gitarren. Ich zeige euch mal diese hier. Das ist meine allererste Gitarre. Lord of the Strings. Lord of the Strings. Das war aus einer Zeitschrift, das war Werbung für Gitarrenseiten. Und ich habe die damals mit zarten 16 Jahren, habe ich diese Gitarre erst ein bisschen lackiert. Hat mir nicht gefallen und dann habe ich sie beklebt mit lauter toten Gitarristen. Und offensichtlich habe ich damals noch geraucht. Genau, was haben wir noch? Halt mal da drauf, ey, das ist unglaublich. Hans, sind das deine neuesten Errungenschaften? Die kenne ich noch gar nicht. Das ist ein Typ in Los Angeles, der diese Motive malt. Was ist denn zurzeit deine Lieblingsgitarre? Das ist meine neueste, von Framus, extra für mich gebaut worden. Und das hier ist echte Bronze. Lang mal drüber. Wahnsinn. Lang mal drüber, merkt man richtig, das muss das mit echter Bronze drauf. Krass. Ja? Willst du mal spielen? Ja, dann meinst du, ob ich mich blamieren möchte, ne? Ja, ich denke gleich mal um. Okay, alles klar. Ein bisschen sehr tief. Spielt man so im Schritt? Ja, genau. Genau, man spielt so im Schritt. Man spielt so im Schritt, ja? Genau, schlagen wir an. Ist auf D gestimmt, also muss einfach nur hier. Genau, und hier ist nämlich meine Box. Hier sind meine Mikros drin. Und damit es einigermaßen erträglich ist, ist das alles einigermaßen schallisoliert. Und wie das anders klingt, das hören wir gleich. Ich schalte nämlich mal um auf diese Boxen hier. Film mal dahin. Ich schalte mal um auf die Boxen, die jetzt hier stehen. Die ist tatsächlich 64 Jahre alt, Baujahr 1957. Krass. Diese Gitarre habe ich noch live dabei für das 11. Gebot. Oh. Eine Harpers-Gitarre, eine siebenseitige von zwei Jungs aus Berlin. Wahnsinn. Die sehr nett sind. Und in Weiß. Ja. Für das Leben. Das Gitarrenmodell heißt Deus. Deus? Gott. Wow. Hans. Chantal. Alles klar, es war sehr schön hier. Ja. Danke für deine Zeit. Komm gerne wieder. Alles klar. Ja, hier ist die Couch. Love Couch. Johanna, wie bin ich hier gelandet? Egal. Hallo, herzlich willkommen bei mir auf dem Sofa. Was ich dich immer schon fragen wollte, Johanna, bist denn du eigentlich in diesen Männerhaufen gelandet? Tatsächlich komme ich gar nicht Musik her. Ich kann dir das mal zeigen.
Als kleines Kind habe ich quasi schon im zarten Alter von 5 Jahren habe ich angefangen, Geige zu spielen. Mal zeigen, das habe ich zum Beispiel als Kind immer gespielt. Ah, das rote Buch. Was Weihnachtslieder. Weihnachtslieder, was man halt so macht. Ja, hier so, ihr Kinderlein kommet und sowas. Und ich als kleines Kind immer den Nikolaus und das Christkind natürlich bestechen musste. Das hat sich schon sehr früh ausgezahlt sozusagen. Dann habe ich aber so eine ganz klassische Geigenausbildung gemacht. Mhm. Also wirklich mit, was ich, von Bach, Vivaldi, Paganini. Hier steht der Bruch. Ja, Bruch, nee, Bach ist da unten. Ach so. Genau, also sozusagen wirklich so ganz klassisch an der Musikschule, am Musikinstitut in Erlangen, habe ich eigentlich immer Geige gelernt. Habe Schulorchestergeige gespielt und das war sozusagen meine Banderfahrung, bevor ich zu Feuerschwanz gekommen bin. Konservativ, wenn man sich so vorstellt. Erste Geige im Schulorchester und dann kam ich zu Feuerschwanz. Feuerschwanz als Johann von der Vögelweide erstmal. Genau, und musste mich da auch erstmal so ein bisschen hocharbeiten, sage ich mal. Also erst einmal als einziges Mädel in der Band. Mhm. Das war schon immer kein so ganz leichter Stand. Und habe mich da so ein bisschen reingearbeitet in dieses ruckigere Geigespielen, Folkmusik und so. Und habe sozusagen dann meine ganze Musikrichtung so ein bisschen geändert. Was ich auch einmal zeigen kann, die Geige, die ich habe. Ja. Die Geige hat tatsächlich meinem Großvater gehört. Wahnsinn. Also genau die Geige, die ist so knapp 100 Jahre alt, ist jetzt nicht von einem wahnsinnig bekannten Geigenbauer oder sowas, aber die hat ursprünglich meinem Opa mal gehört. Der hat auch mal kurzzeitig Geige gespielt. Mhm. Meine Mutter hat die gespielt, auch Wahnsinn. So damals im Schulorchester. Die hat dann aber auch nicht weitergemacht und ich habe die dann bekommen, als ich groß genug war. Da war ich natürlich noch ein bisschen zu klein. Als ich groß genug war, durfte ich dann die Geige meines Großvaters haben und die geht jetzt bis heute mit uns auf Tour. Mhm. Und ich stelle mir immer vor, ich glaube, das hätte er sich nie vorgestellt, ne, dass diese Geige mal so auf Wacken spielen wird. Die Geige ist auf jeden Fall immer noch dabei. Ich glaube, er würde sich freuen, dass sein kleines Mädchen auf der Bühne steht und das Rock'n'Roll-Business endlich mal revolutioniert. Yes! Wahnsinn, cool. Erzähl doch mal, wie es für dich ist, als Tourmanagerin diesen Haufen zusammenzuhalten. Also reines Tourmanagement mache ich ja gar nicht mehr auf Tour. Das habe ich jetzt ganz lange Jahre gemacht und das machen inzwischen Leute von uns aus der Crew. Also ich habe das quasi in kompetentere Hände abgegeben und mache aber viel von diesen Managementaufgaben, die hintenrum anfallen. Also bin ich so ein bisschen wie der Knotenpunkt, sage ich mal, so von den verschiedenen Gewerken, die es da so gibt, die zusammenlaufen. Ja, das ist auch so ein Ding, da habe ich mich über die Jahre reingearbeitet, ne? Also ursprünglich war ich irgendwie nur, ich sollte eigentlich ganz ursprünglich nur die Aushilfe sein für den ursprünglichen Walter von der Vögelweide, der dann aber irgendwie dann doch verschwand und nicht mehr kam und dann habe ich mich über die Zeit... Du musst einfach Zigaretten kaufen, ne? Ja, genau, ich bin Zigaretten kaufen gegangen, er sagte, ach, wir wollen nur eine Show aushelfen und dann komme ich wieder, wenn ich Zeit habe. Und ja, genau. Er war halt wirklich nie wieder gesehen. Und ja, so ist das. Und dann habe ich mich über die Zeit immer so reingearbeitet, dass ich mal hier was übernommen habe, mal da was übernommen habe und dann wurde das so immer mehr über die Zeit. Genau, also so in dieser ganzen Hintergrundarbeit mache ich tatsächlich super viel inzwischen. Absolut. Also ja. Ich werde es auch niemals vergessen, diese Szene. Wir waren, ich weiß nicht mehr genau, wo wir waren, glaube ich, Summer Breeze oder irgendwo. Und unsere liebe Johanna war einfach 5 Minuten nicht da. Und wir standen 5 Minuten planlos und keiner wusste wohin. Und wie so ein Haufen verschreckter Hühner, alle mit den Koffern dahin. Auf einmal sind wir alle auseinandergeströmt. Und aus der Ferne hat sie uns gesehen, so hierher. Und alle liefen zusammen wie so eine Herde Schafe. So, oh, da ist die Mama, Mama. Das war die Zeit, wo schon auf mich gewartet wurde. Ganz früher war das so, ich weiß noch, wo wir mal auf Wacken gefahren sind. Und ich habe den Jungs erklärt, das ist ein großes Festival. Ich glaube, das war das erste Mal auf Wacken. So, ihr bitte schaut, dass wir zusammenbleiben, weil wenn wir einmal irgendwie uns trennen, wir finden uns halt nie wieder. Und was passiert? Wir stehen noch im Stau zur Anreise. Ja, geht die Sprintertüte auf. Ich muss pissen, einer dahin. Und ich glaube, den Lanzeflott haben wir erst auf dem Festival wieder getroffen, weil er ist dann einfach wirklich nicht mehr zurückgekommen. Ne? Der Stau ging dann so ein bisschen voran, wir sind weitergefahren, der kam einfach nie wieder zurück. Also das waren dann schon die späteren Jahre, wo es dann schon so weit war, dass dann mal so ein bisschen auf mich gehört wurde, aber es war wirklich eine harte Schule für mich und für die Jungs auch. So cool! Ja, aber jetzt würde ich sagen, ist meine Sofa-Time. Das heißt für mich? Ab zu den Jungs! Alles klar! Von schöner Gestalt mit Gewalt, verwegen und frei. Was ist los? Ach, wer ist das? Ausweis. So, hallo? Ja. Hallo.
Hallo. Hallo. Hallo. Was machst du? Ich wollte dich besuchen. Ja, ich arbeite. Genau da wollten wir über die Schulter schauen. Zu Hause arbeite ich. Lanze, was machst du eigentlich gerade? Ich mache hier gerade so T-Shirt-Design. T-Shirt-Design? Ja, vom neuen Album. Für Malleus Maleficarum. Krass. Was hast du dir dabei gedacht? Also was sagt das? Also hier, da kommt das brennende Buch. Da ist hier schon schwarz gebrannt. Schwarz gebrannt? Na, Malleus Maleficarum ist ja quasi der Hexenhammer. Aha. Das Buch von einem Herrn Kramer. Und da geht es um die Hexenverbrennung. Ja, es ist ja immer ein Spiel mit dem Feuer. Ne? Die Bedeutung. Und dann auch noch quasi eine Grafik dazu zu machen, die den ganzen Text quasi in ein Bild wandelt, bei dem man auch noch ein bisschen was mitzudenken hat. Ist hier auch Schlagzeug oder ist das dann oben? Ja, ich übe hier auch schon so ein bisschen Schlagzeug. Also hier ist zum Beispiel ein Schlagzeug. Ein Schlagzeug, dann ist hier noch ein Schlagzeug. Noch ein Schlagzeug? Ja, komm mal mit. Wir folgen. Und das Schlagzeug habe ich tatsächlich eigentlich für die neue Tour gekauft. Aber dann kam Corona und das Schlagzeug kam hier an. Und das war wirklich so, es kam hier an. Ich war so, ja, ich kann es jetzt nirgends hin tun, weil wir spielen keine Konzerte und das Lager ist voll mit dem alten Schlagzeug, deswegen habe ich es mal hier reingestellt. Willst du mal spielen? Kannst du mal spielen? Nimm mal den hier. Ich nehme mal den Stock. Ja, genau. Emotion. Ja. Also was ist echt hier, Alter? Was geht's? Ne, in deinem Live so. Meine Ausweise. Du brauchst also jedes Mal, wenn du in diesen Raum eintrittst, auch einen neuen Ausweis. Ja, ja. Ja. Ich habe ja deswegen Grafik und dann Drucker und kann ich mir mal ausdrucken. Sonst wäre ich hier jedes Mal quasi. Du nicht rein, halt. Ja, ja. Wäre scheiße. Das wäre scheiße, ja. Wenn man nicht in seinen eigenen Räumlichkeiten arbeiten kann. Ich habe auch einen. Rock Hard. Sogar mehrere. Ja. Ich hab dir gleich, weil ich wusste nicht genau, was du vorhast. Access all areas. Ah, ist alles richtig gemacht. Das heißt, das Buffet gehört mir. Dann mal guten Appetit. Ich werde jetzt weiterarbeiten. Das heißt, es ist nett gesagt, du wirfst mich raus. Nein, du kannst nicht noch weiter zuschauen. Aber das glaube ich. Ich hätte ja ganz gerne, dass du mich mal malst, aber das hast du wahrscheinlich keine Zeit. Ja, warte, ich kann es mal probieren. Na, schau mal. Mund hast du auch? Hab ich. Mund. So. Zack, T-Shirt. Eigentlich. Es ist mega. In diesem Sinne, lass ich dich weiterarbeiten. Lass uns das einfach so machen. Ich wäre dafür, bin aber nicht der allein Entscheider, sondern ist eine Bandgeschichte. Meine Stimme hat er auf jeden Fall. Ja. Also. Somit würde ich sagen. Danke, dass du da warst. Das ist so cool. Was ist das? Oh, Hallöchen. Hallöchen, du bist, ihr seid auch da. Ich darf euch herzlich willkommen heißen in meinem bescheidenen Reich. Sehr bescheiden, wohl eher nicht. Soll ich mal ein bisschen rumführen? Ich bitte darum. Fangen wir mal da drüben an. Ich zeige euch mal meine Sacksammlung von Jens Günzel. Diverse Schalmeien oder auch Rauschpfeifen genannt. Hier mein besonderes Schmuckstück. Ein irischer Dudelsack, eine Ölenpipe, ein Half-Set. Mega schön. Ja, sieht so ein bisschen Steampunk aus, ne? Voll. Ein bisschen, ja. Muss man nichts zu sagen, glaube ich. Die drei Brüder mit der goldenen Schallplatte und hier natürlich das letzte Werk. Schottischer Dudelsack, eine achtseitige Baritongitarre, sehr tief im Ton. Tiefer. Eine Irish Bouzouki von Heiner 13. Wahnsinn, ey. Meine Western Gitarre von Heiner Stromer. Was besonders edel ist, eine Harley Benton E-Gitarre. Das ist meine laute.
Wow. Wow. Und das ist die leise, schöne Spielmannslaute. Du hältst mir die ganze Zeit eine Axt ins Gesicht. Das wirkt ein bisschen bedrohlich. Nein. Ja. Für die leisen Töne, für die gefühlvollen Töne. Aber hier geht's weiter. Das sind übrigens alles CDs, wo ich drauf zu hören bin. Also hier natürlich, klar, die eigenen Sachen. Mhm. Ich glaube, irgendwas von D'Artagnan fehlt. Nee, Quatsch, D'Artagnan. Das dürften alle Feuerschwanz-Alben sein. Das 11. Gebot habt ihr schon gesehen. Und das sind die ganzen Gastmusiken. Saltatio Mortis, das war letztes Jahr, glaube ich. Subway to Sally, Lord of the Lost Harp, hier JBO. Und nochmal Saltatio. War cool. Sau geil. Aber ich habe hier noch ein Projekt am Laufen. Das heißt, wir sollen gehen. Nein, ich brauche dich. Ich brauche dich. Und zwar ist ja der Schatz meines Homestudios natürlich das magische Aufnahmegerät. Und ich habe hier, das habt ihr gerade schon ein bisschen hören dürfen, glaube ich, die berühmte Schubsetanz-Black-Metal-Version ist immer noch nicht fertig. Ja, das klingt ungefähr so. Melodisch. Hittig, einfach schön, einfach mega frisch, geil halt. Bockstarker Beat, toller Refrain, schöne Gitarren. Ja, wir, eine Sache fehlt mir wirklich, so ein ganz besonderes Detail, und ich finde, das ist eine Frauenstimme. Und wie der Zufall so will, bist du heute da. Ich brauche eine Sängerin, und zwar nicht nur eine Sängerin, ich brauche eine Growlerin. Growlende Frauen sind einfach hot, deswegen musst du mir jetzt Schubsetanz ist Rittersport rein growlen. Ich mache hier, ich habe eine Spur aufgemacht, die heißt Evil Mew. Evil Mew. That's me. Ich mache dich zum Star, Baby. Endlich, mein großer Durchbruch. Ich wollte das schon immer mal sagen. Achtung! Und Schubsetanz ist Rittersport! Jetzt habe ich Angst. Ich auch. Joachim, wie fandest du das? It was simply great. Jetzt hören wir uns das mal an. Also ich find's ziemlich geil. Wie so eine hysterische Hausfrau, der den Mann den Mönch rausgebracht hat. Ja, das ist Metal, meine Liebe. Ja. So herrlich. Und herrlich. Mit Musik. Jetzt habe ich es aber eindeutig gehört. Ich habe mich aber auf jeden Fall auch gehört. Ich würde sagen, das war ein starkes Stück. Oh. Evil Mio. Liebe Mio, meine Liebe. Das ging jetzt aber wirklich schnell. Ein Take hast du gebraucht. Ja, du hast aber auch ein sehr, sehr gnädiger Gesangslehrer, sag ich jetzt mal. So ein mega Metal-mäßig. Endlich mein Durchbruch. Kann ich jetzt in deinen wohlverdienten Feierabend verabschieden. Ja, mit meinem Gläschen Sekt. Ich würde mal sagen, das war Napalm at Home mit Feuerschwanz at Home bei Feuerschwanz mit der großartigen Mew.